Und ich habe ja bei meinem ersten Auftritt hier bei der Ringvorlesung am Beginn des Semesters, wenn Sie sich erinnern, über die frühe kritische Theorie referiert und habe da am Ende, im zweiten Teil, am Ende dann so eine Unterscheidung gemacht, beziehungsweise die Frage gestellt, worin unterscheidet sich nun die frühe kritische Theorie von der späten kritischen Theorie? Und da habe ich natürlich festgehalten, dass die späte kritische Theorie nur als eine Theorie nach Auschwitz zu begreifen wäre. Und heute möchte ich auf zwei Werke, die zur kritischen Theorie zählen, zu sprechen kommen, die in bestimmter Hinsicht genau zwischen früher und später kritischer Theorie liegen, sowohl was ihre Entstehungszeit betrifft, als auch was ihren Gehalt betrifft. Sie sind entstanden während des Zweiten Weltkriegs im amerikanischen Exil, zu einer Zeit, als die Vernichtung der Juden bereits in die Tat umgesetzt wurde. Da ist zum einen Franz Neumanns Behemoth, oder wie man eigentlich richtiger sagen müsste, weil es ja in englischer Sprache geschrieben wurde von Franz L. Neumann und publiziert wurde, Behemoth. Behemoth. Erstauflage 1942, zweite Auflage dann 1944. Das erwähne ich besonders, weil die Ausgabe von 1944 einen Anhang enthält, der mehr ist als ein bloßer Anhang, denn darin, ich komme darauf noch zurück, analysiert Franz Neumann, was sich in der Zwischenzeit zwischen nach 1942 mit dem Nationalsozialismus zugetragen hat und wie das zu beurteilen wäre. Ich habe Ihnen hier sogar die Originalausgabe von 1942 mitgebracht, nicht nur damit Sie sehen, dass es dieses Buch wirklich gibt und dass es noch immer im Handel, im antiquarischen Handel erhältlich ist. Ich habe es Ihnen auch deshalb mitgebracht, weil es so einen schönen Umschlag hat. Es erinnert ein wenig an einen Hollywood-Film oder an ein Plakat für einen Film von Fritz Lang zum Beispiel, ja, oder von Lubitsch. Hangman Also Die, kann man sich da vorstellen. Und das Buch hatte einen großen Erfolg. War maßgeblich auch für die Einschätzung des Nationalsozialismus in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich komme auch darauf noch zu sprechen. Das andere ist die heute eigentlich viel berühmtere Dialektik der Aufklärung, die damals, als sie 1944 zum ersten Mal in hektografierter Form erschien, gar kein Aufsehen erregte und auch 1947, als sie dann zum ersten Mal als richtiges Buch erschien, im Exilverlag Querido in Amsterdam, da war der Andrang auch etwas gering, also die meisten Exemplare wurden nicht verkauft. Da habe ich Ihnen die Ausgabe aus den gesammelten Schriften von Horkheimer mitgebracht. Das Buch ist ja von Horkheimer und Adorno gemeinsam geschrieben worden, im amerikanischen Exil in der Zeit 42 bis 44 im Wesentlichen. Und ich habe Ihnen deshalb hier die Horkheimer-Ausgabe mitgebracht, um darauf hinzuweisen, dass das insofern die bessere Ausgabe ist, besser als die in den gesammelten Schriften von Adorno, weil sie hier markiert haben, die Unterschiede zwischen der Ausgabe von 44 und 47, und die sind ganz in einzelnen Passagen doch sehr wesentlich. Ja. Und da haben Sie fast eine kritische Ausgabe, da können Sie dann vergleichen, was hat sich geändert zwischen 44 und 47, so wie Sie, die zweite Auflage lesen vom Behemoth, der übrigens erst in den 70er Jahren auf Deutsch erschien. Ja. Also da gab es eine verzögerte Rezeption in Deutschland. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass der Autor bereits in den 50er Jahren
bei einem Unfall verunglückte, tödlich verunglückte. Jedenfalls haben sie dann bei der zweiten Auflage von Behemoth haben sie auch die Möglichkeiten, die Einschätzung von 1942 mit der von 1944 immer zu vergleichen, wenn sie den Anhang berücksichtigen. Ja, dabei die Dialektik der Aufklärung wurde dann erst wieder neu aufgelegt 1969, obwohl das Interesse in den 60er Jahren sehr rasant wuchs, zögerten Adorno und Horkheimer, das Buch neu herauszugeben. Und mit diesem Zögern möchte ich beginnen. Das wachsende Interesse war ihnen offenkundig verdächtig und sie empfanden auch selbst ein gewisses Unbehagen bei dieser eigenen Schrift aus dem amerikanischen Exil. Zunächst überlegten sie, das Ganze gründlich zu überarbeiten. Dann, Sie können das im Briefwechsel zwischen Adorno und Horkheimer inzwischen nachlesen, der ist ja vollständig erschienen. Sie überlegten also, das Ganze gründlich zu überarbeiten. Das wäre aber dann, wie Sie feststellen mussten, ein ganz neues Buch geworden. Und so haben sie sich damit begnügt, ein Vorwort zu schreiben, das auf die Problematik und insbesondere auf die Problematik der Rezeption in den 60er Jahren einging und auf diese Problematik auch ganz besonders aufmerksam machen wollte. Es heißt da unter anderem, die Entwicklung zur totalen Integration, also die fatale Tendenz der Dialektik der Aufklärung, die wird ja mitunter mit diesem negativen Begriff der Integration bezeichnet, der totalen Integration. Diese Entwicklung zur totalen Integration sei unterbrochen worden. Und totale Integration ist in dem Zusammenhang, in dem hier im Vorwort die Rede ist, unter totaler Integration ist letztlich der Nationalsozialismus zu verstehen. Denn was wäre denn die Unterbrechung gewesen, nicht? Sonst, wenn man die Tendenzen zur Integration im 20. Jahrhundert sich ansieht, so sind die ja kontinuierlich, diese Tendenzen, fortgeschritten, nicht? So ist die Integration kontinuierlich fortgeschritten. Man denke nur an die Entwicklung der Verwaltung oder der Kulturindustrie. Das ist ja keineswegs unterbrochen worden. Es kann also mit dieser Unterbrechung nur gemeint sein, eine politische Intervention, letztlich eine militärische, würde ich sogar sagen, nämlich der Sieg der Alliierten über den Nationalsozialismus. Aber all das wird in dieser Weise nicht näher ausgeführt, sondern es bleibt bei solchen fast kryptischen Bemerkungen im Vorwort, die also hier eine gewisse Skepsis zum Ausdruck bringen, weil ja die Dialektik der Aufklärung sozusagen davon ausgegangen ist, dass die totale Integration gewissermaßen, weil die Dialektik der Aufklärung einerseits insofern ein ganz schwarzes Buch ist, weil sie diese totale Integration gewissermaßen in Aussicht stellt. Natürlich tut sie das, um die Unterbrechung herbeizuführen, von der hier dann die Rede ist. Ja. Aber es wird ja auch heute noch gelesen als ein sehr pessimistisches Buch, was die Entwicklung der Zivilisation betrifft, was das Schicksal der Aufklärung betrifft in der Moderne. Nun, das Vorwort hat aber nicht viel genützt. Die Skepsis war durchaus berechtigt von Adorno und Horkheimer gegenüber ihrem eigenen Buch, wenn man daran denkt, wie es bis heute rezipiert wird. Und ich greife da nur das allerneueste Beispiel heraus. Also es wird eigentlich dazu benutzt, um sich Munition gegen die Aufklärung zu verschaffen. Es wird nicht gelesen als eine Selbstkritik der Aufklärung, die vor den Zerstörungstendenzen der Vernunft innerhalb der Aufklärung warnt, nicht? Es wird nicht so gelesen als eine solche Selbstkritik, die eigentlich letztlich die Vernunft zu retten versucht,
obwohl das gerade im Vorwort dann besonders unterstrichen wird, diese Intention, sondern es wird gelesen, um Munition gegen die Aufklärung sich zu verschaffen. Und als jüngstes Beispiel greife ich zu Enzo Traverso. Der hat in seinem neuesten Buch In Bann der Gewalt, der europäische Bürgerkrieg 1914 bis 1985, zu dem Resultat gefunden, dass Adorno und Horkheimer das antiwestliche Denken begründet hätten. Indem sie nämlich, so Traverso, Auschwitz als Selbstzerstörung der Vernunft und authentisches Projekt des Westens gedeutet haben. Also authentisches Projekt des Westens, dessen zerstörerisches Gesicht Auschwitz zeige. Ganz so, als ob es im Westen des Reichs, das Auschwitz errichtet hat, keine Front gegeben hätte. Ganz so interpretiert hier Enzo Traverso die Dialektik der Aufklärung. Und es heißt da ganz am Ende des Buchs, angesichts des Schauspiels einer Zivilisation, die die moderne Technik in eine ungeheure Vernichtungsmaschine verwandelt hatte, war das einzige noch mögliche Gefühl die Scham. Und als Ausdruck dieses Gefühls der Scham, der Vernunft, liest er die Dialektik der Aufklärung, deutet Traverso die Dialektik der Aufklärung von Horkheimer und Adorno. Es geht aber natürlich bei einer Selbstkritik nicht um ein Gefühl, sondern es geht um Erkenntnisse. Und darum ignoriert Traverso systematisch, was in der Dialektik der Aufklärung, was Horkheimer und Adorno wirklich geschrieben haben und zu welchen Erkenntnissen sie wirklich gekommen sind. Und da möchte ich eine Stelle aus dem ersten Kapitel, am Ende des ersten Kapitels der Dialektik der Aufklärung, wo es ja um den Begriff der Vernunft geht, ganz besonders hervorheben. Ich zitiere: Indem die Herrschaft in der Warenwirtschaft zu Gesetz und Organisation sich verdinglichte, musste sie sich beschränken. Das Instrument gewinnt Selbstständigkeit, die vermittelnde Instanz des Geistes mildert unabhängig vom Willen der Lenker die Unmittelbarkeit des ökonomischen Unrechts. Die Instrumente der Herrschaft, die alle erfassen sollen, Sprache, Waffen, schließlich Maschinen, müssen sich von allen erfassen lassen. So hält die Dialektik der Aufklärung den Widerspruch fest in der Vernunft selber, damit aber auch in der Herrschaft, nicht? Und ich denke, das ist im Grunde der Kernsatz der Dialektik der Aufklärung und wird auch noch fortgeführt, diese Einsicht in die Widersprüchlichkeit von Herrschaft, Ich zitiere: So setzt sich in der Herrschaft das Moment der Rationalität als ein von ihr, von der Herrschaft, auch Verschiedenes durch. Die Gegenständlichkeit des Mittels, die es universal verfügbar macht, seine Objektivität für alle, impliziert bereits die Kritik von Herrschaft, als deren Mittel Denken erwuchs. Das heißt, nur dank dieses Widerspruchs, worin die Rationalität sich von der Herrschaft als ein von ihr Verschiedenes zeigt, nur dank dieses Widerspruchs können wir überhaupt denken und können wir überhaupt Kritik an der Herrschaft üben. Das scheint mir der zentrale Satz der ganzen Dialektik der Aufklärung zu sein. Und von diesen Satz muss man eigentlich bei der Lektüre, bei jeder anderen Stelle der Dialektik der Aufklärung immer mitdenken. Nicht zuletzt ist das auch ein Durchbruch, den Adorno und Horkheimer erzielen, ein Durchbruch, was die Voraussetzungen der Kritik des eigenen Denkens betrifft, die sie da plötzlich sichtbar machen können. Und um das richtig zu begreifen, im ganzen Umfang zu begreifen, können gerade die politischen Theorien beitragen, die damals im Umfeld des Instituts für Sozialforschung entstanden sind. Also
politische Theorien, wie sie Otto Kirchheimer entwickelt hat, aber damals auch Herbert Marcuse. Gibt es sehr interessante Aufsätze über den Staat und über den Nationalsozialismus von beiden, von Kirchheimer und auch von Marcuse. Aber ich möchte hier eben ganz besonders auf Franz Neumann zu sprechen kommen, damit er auch im Rahmen dieser Ringvorlesung nicht zu kurz kommt, weil er ja sonst, wie gesagt, im deutschsprachigen Raum immer zu kurz gekommen ist, was die Rezeption der kritischen Theorie betrifft. Es scheint mir aber auch, dass dieses Werk von Neumann tatsächlich das bedeutendste ist, was politische Theorie im Rahmen der kritischen Theorie leisten konnte, und insbesondere gilt das für die große Studie über den nationalsozialistischen Staat Behemoth oder Behemoth. Was Adorno nämlich ganz allgemein über Vernunft und Geist schreiben, an dieser Stelle, die ich zitiert habe, also indem die Herrschaft in der Warenwirtschaft zu Gesetz und Organisation sich verdinglichte, musste sie sich beschränken, und so setzt sich in der Herrschaft das Moment der Rationalität als ein von ihr auch Verschiedenes durch, ja. Dieses Moment der Nicht-Identität, das dann ja Adorno in der negativen Dialektik ausgearbeitet hat, das findet sich schon in Neumanns Aufsätzen, die er vor dieser großen Studie publiziert hat, etwa in der Zeitschrift für Sozialforschung von 1937. Das findet sich hier für die Fragen von Staat und Recht ganz konkret ausgeführt. Und zwar meine ich da vor allem den Aufsatz, den ich leider nicht angegeben habe bei den Literaturhinweisen für diese Ringvorlesung. Deshalb möchte ich das jetzt nachtragen. Der Aufsatz: Der Funktionswandel des Gesetzes im Recht der bürgerlichen Gesellschaft. So heißt dieser Aufsatz, ein etwas umständlicher Titel, wobei man sagen muss, dass Franz Neumann überhaupt nicht diese sprachliche Prägnanz, vielfach nicht diese sprachliche Prägnanz und Formulierungsgabe hat wie Adorno und Horkheimer. Hängt natürlich auch indirekt damit zusammen, dass er sich sofort auf den amerikanischen, englischen Sprachraum, angelsächsischen Sprachraum eingestellt hat und in Englisch geschrieben hat. All das kann ich hier nur am Rande erwähnen. Aber unter diesem etwas umständlichen Titel, der Funktionswandel des Gesetzes im Recht der bürgerlichen Gesellschaft, finden sich zentrale Erkenntnisse, die vieles von der Dialektik der Aufklärung vorwegnehmen. Also gerade das, was ich als die Kernsätze der Dialektik der Aufklärung bezeichnen würde. Dabei geht Neumann durchaus von Marx aus, aber er bricht mit dem Marxismus. Das kann man an diesem Aufsatz ablesen. Die persönliche Freiheit des Einzelnen in der bürgerlichen Gesellschaft begreift Neumann ganz wie Marx als die Form, in welcher der Zwang auftritt. Das ist eben nicht mehr wie in den vormodernen Gesellschaften ein unmittelbarer Zwang, bei diesen unmittelbaren Ausbeutungsformen der Leibeigenschaft und der Sklaverei, sondern es ist ein vermittelter Zwang. Und deshalb muss die Form dieser Vermittlung begriffen werden. Aber es verbirgt sich dahinter natürlich nach wie vor das Interesse der Ausbeutung, sagt Neumann. Die Rechtsperson ist die ökonomische Charaktermaske des Eigentumsverhältnisses. Sie lasse nichts davon ahnen, dass der Unternehmer über den Arbeiter verfügt. Es entsteht also dieser Schein, dass alle gleich werden in der Gesellschaft, weil sie sozusagen als Vertragspartner, als Gleiche gesetzt sind. Aber in Wahrheit ist das natürlich die Charaktermaske, die ökonomische Charaktermaske der Eigentumsverhältnisse, diese Gleichheit vor dem Gesetz als Rechtspersonen. Nur, und da unterscheidet sich dann Neumann von marxistischen Rechtstheorien und von der ganzen Tendenz des Marxismus zu dieser Zeit, nur nimmt Neumann diese Form tatsächlich ernst, ja, als Begriff, die Form des dieser Rechtsperson, die Form des Rechts. Und das heißt, er nimmt sie in ihrer Bedeutung für das Individuum überhaupt erst wahr, nämlich in ihrem Widerspruch einerseits
als Bedingung seiner Unterwerfung unter den stummen Zwang des Kapitalverhältnisses, andererseits als Bedingung seiner Emanzipation von unmittelbarer Unterdrückung, nicht? Emanzipation von diesem unmittelbaren Zwang. Und indem er diesen Widerspruch festhält, hat er natürlich einen ganz anderen Formbegriff, als das in der Tradition nach Marx leider üblich war. Die Form genau in dieser Zwieschlächtigkeit und in diesem Widerspruch nicht zu sehen, erscheint zwar immer wieder als die radikalere Kritik, indem man sagt, naja, Lohnarbeit ist auch nur Sklaverei, nicht? Aber in Wirklichkeit, und das Ganze nur als einen Schein abtut, die ganze Rechtsstaatlichkeit ist nur ein schöner Schein gewissermaßen, hinter der sich das Alte verbirgt. Und Neumann ist in Wahrheit der Radikalere, weil er nachweisen kann, wie der Schein mit dem Wesen der Ausbeutung selbst zusammenhängt. Nicht? Dass man den Schein nicht einfach abtun kann, sondern dass der Schein eine Notwendigkeit besitzt. Das Wesen muss in dieser Form erscheinen und deshalb ist der Schein auch nicht beliebig. Und nur über den Schein kann man auch sich das Wesen erschließen. Ganz ähnlich argumentiert dann Horkheimer wenige Jahre später in seinen Aufzeichnungen zur Dialektik der Aufklärung und die sind nicht unmittelbar eingegangen in das Buch Dialektik der Aufklärung, die finden sich aber in Band 12 der gesammelten Schriften von Horkheimer unter dem Titel Die Rackets und der Geist, Aufzeichnungen zur Dialektik der Aufklärung. Rackets mit Rackets, das ist ein Begriff aus dem amerikanischen, aus dem zeitgenössischen amerikanischen, meint so etwas wie Banden, aber zugleich meint das auch Wohlfahrtsvereine und spielt in der kritischen Theorie ja dann eine große Rolle, um bestimmte gesellschaftliche Strukturen zu erklären, die sich unter den Bedingungen des Monopolkapitalismus herausgebildet haben. Racket war damals übrigens auch ein Begriff in der amerikanischen Rechtsprechung. Racketeering sind vielleicht auch bekannt. Das meint, dass hier mit kriminellen Methoden die Vertragsfreiheit unterminiert wird, nicht, dass mit kriminellen Methoden, mit Erpressung und so weiter, mafiotische Zusammenhänge, dass da Druck ausgeübt wird und dass auf diese Weise die Vertragsverhältnisse ausgehebelt werden. Horkheimer schreibt also in diesen Aufzeichnungen über die Rackets und den Geist, dass im Recht sich das Mittel der Herrschaft zu erkennen gibt, das sich ihr zugleich entgegensetzt, als die Reflexion, an der sie sich, die Herrschaft, sich entlarvt. Also da haben Sie auch wieder diesen Widerspruch, nicht? Der dann in der Dialektik der Aufklärung selber nicht mehr am Recht exemplifiziert wird, sondern ganz allgemein für die Vernunft betont wird. Ebenso wenig Zweifel besteht bei Horkheimer wie auch bei Neumann, dass die Form des Rechts natürlich eine verkehrte ist. Ja. Ich zitiere Neumann: In einer Gesellschaft, die der Gewalt ihrem Prinzip nach nicht entraten kann, ist wahre Allgemeinheit nicht möglich. Und die bürgerliche Gesellschaft ist natürlich eine, die der Gewalt nicht entraten kann, auch wenn diese Gewalt nicht unmittelbar zusammenfällt mit der Ausbeutungsform, die ja über Verträge läuft, nicht? Aber die Gewalt sozusagen als letzte Garantie hinter den Verträgen, als letzte Garantie damit auch der Ausbeutung, dieser Gewalt kann nicht entraten werden in der modernen Gesellschaft und daher ist hier auch wahre Allgemeinheit nicht möglich. So Neumann in dem Aufsatz zum Funktionswandel des Gesetzes. Dass es wahre Allgemeinheit geben könnte, lässt sich allein in der Analyse der falschen Allgemeinheit bestimmen, erkennen. Was diese wahre Allgemeinheit weiter sein könnte, das lässt sich sonst nicht weiter ausführen, das lässt sich nur in der Kritik der falschen Allgemeinheit näher darstellen.
Das Recht, sagt Neumann, beinhalte einmal das objektive Recht, das heißt das vom Souverän gesetzte und jedenfalls der souveränen Gewalt zurechenbare Recht, zum anderen den Anspruch des Rechtssubjekts. So fixiert er dann den Widerspruch für die ganze Moderne seit der ursprünglichen Akkumulation des Kapitals. Nicht? Auf der einen Seite ist das Recht des Souveräns und auf der anderen Seite ist das Recht des einzelnen Rechtssubjekts. Also einmal, sagt Neumann, die Verneinung der Autonomie des Individuums, vom Staat aus betrachtet, vom Souverän aus betrachtet und zugleich seine Bejahung vom Individuum aus betrachtet. Und dieser Gegensatz lässt sich nur festhalten, das zeigt Neumanns Analyse, wenn einerseits die Gewalt ebenso wie das Gesetz als konstitutiv für den Staat angesehen wird, andererseits vom Einzelnen in seiner Vereinzelung, in seiner Abstraktheit ausgegangen wird, vom Einzelnen und nicht vom Kollektiv und eben auch nicht von dem Kollektiv der Arbeiterklasse. Ein Kollektiv der Arbeiterklasse, das ja durch die Freiheit, durch die Vertragsfreiheit des Individuums hindurch ausgebeutet wird. Aber dennoch ist nicht auszugehen in der Analyse vom Kollektiv der Arbeiterklasse, sondern vom vereinzelten Individuum in seiner Abstraktheit, so wie es von den Vertragsverhältnissen gesetzt wird. Hier sieht man deutlich den Bruch mit dem Marxismus. Die formale und negative Allgemeinheit des Gesetzes im Liberalismus ermögliche, so Neumann, nicht nur kapitalistische Berechenbarkeit, sondern garantiert ein Minimum an Freiheit, da die formale Freiheit zweiseitig ist, das hat er ja vorhin erklärt, und so auch den Schwachen wenigstens rechtliche Chancen einräumt. Gerade diese Chancen dem Individuum zu nehmen, darauf lief ja die ganze politische Entwicklung dieser Jahre hinaus. Darauf lief auch die politische Theologie Karl Schmitts hinaus. Und Karl Schmitt war eigentlich so etwas wie ein Lehrer von Franz Neumann, nicht nur von Franz Neumann übrigens, sondern auch von Otto Kirchheimer und von anderen linken Theoretikern und Philosophen. Und bei Neumann zeigt sich diese Herkunft von Karl Schmitt unter anderem in seinen früheren Schriften, die er vor 1933 geschrieben hat. Neumann war damals ein der SPD nahestehender oder sogar in der SPD bzw. in der Gewerkschaft engagierter Anwalt mit Anwaltsbüro in Berlin. Und er hat damals schon neben seiner Tätigkeit als Anwalt theoretisch gearbeitet und hat hier im Anschluss an Karl Schmitt den Begriff der kollektiven Demokratie als eine Idealvorstellung für die Linke entwickelt, kollektive Demokratie. Und genau diese Konzeptionen nimmt er dann im Exil zurück. Er war einige Zeit in London zunächst und dann stieß er auf das Institut für Sozialforschung und hat dann, wie gesagt, in der Zeitschrift für Sozialforschung publiziert und hat zwar nicht im engsten Zusammenhang, im engsten Kreis des Instituts, aber doch in einem kontinuierlichen Diskussionszusammenhang hier wirken können, im amerikanischen Exil. Später hat er dann versucht, seine Entwicklung zu reflektieren, also insbesondere die Jahre vor 1933, seine eigenen Fehler, seine eigenen Fehleinschätzungen. Und da gibt es einen Brief aus den 50er Jahren, wo er darauf Bezug nimmt. Also er hat ja bis zuletzt an die Möglichkeit geglaubt, mit der Gewerkschaft, mit der SPD Widerstand leisten zu können. Und er hat praktisch erst das Feld geräumt, als die SA im Mai 1933 sein Büro stürmte. Tatsächlich war das der Fall. Und er war natürlich besonders gefährdet, auch wegen seiner jüdischen Herkunft. Und umso
Umso bemerkenswerter, was er da schreibt, dann in den 50er Jahren rückblickend, weil er sich selbst Vorwürfe macht, nicht? Zum Teil unberechtigte Vorwürfe. Also da schreibt er, zum 100. Male lege ich mir die Frage nach der Eigenart Deutschlands vor, warum ich das Land so liebe und doch so verabscheue. Vielleicht ist es ein Schuldgefühl, das ganz tief sitzt. Wie oft habe ich mir nach 1933 die Frage vorgelegt, wo meine Verantwortlichkeit für den Nationalsozialismus eigentlich steckt. Meine Verantwortlichkeit, sagt er. Denn ich glaube an kollektive Schuld, aber dann kann ich mich ja davon nicht ausnehmen. Ich habe ja mit eigenen Augen gesehen, wie verlogen die SPD in den Monaten Juli 32 bis Mai 1933 und nicht nur damals, wie verlogen die SPD und nicht nur damals war und habe nichts gesagt, wie feige die Gewerkschaftsbosse waren und ich habe ihnen weiter gedient, wie verlogen die Intellektuellen waren und ich habe geschwiegen. Natürlich kann ich das rechtfertigen mit der Einheitsfront gegen den Nationalsozialismus, aber im Grunde war Angst vor der Isolierung dabei. Angst vor der Isolierung. Dabei hatte ich große Beispiele, Karl Kraus, Kurt Tucholsky. Und ich habe immer in der Theorie den sokratischen Standpunkt für richtig gehalten, dass der wahre Intellektuelle immer und gegenüber jedem politischen System ein Metöke, ein Fremder sein muss. So habe ich also mitgemacht bei dem Ausverkauf der Ideen der sogenannten deutschen Linken. Sicherlich ist mein Beitrag gering bei diesem Ausverkauf und der Politiker wird meine Haltung ironisch betrachten. Aber kann man den Verfall der SPD und den Aufstieg der Nationalsozialisten nur als politisches Problem betrachten? Waren da nicht moralische Entscheidungen zu treffen? Die habe ich zu spät und immer noch nicht radikal genug getroffen. So Franz Neumann in einem Brief an Helge Bross aus dem Jahr 1954 ist übrigens enthalten, also dieses längere Zitat aus dem Brief ist enthalten in dem Sammelband Demokratischer und autoritärer Staat von Franz Neumann, herausgegeben posthum mit einem Vorwort von Herbert Marcuse. Und da finden Sie übrigens auch diesen erwähnten Aufsatz aus der Zeitschrift für Sozialforschung zum Funktionswandel des Rechts, des Gesetzes. Der ist da wieder abgedruckt, der 1937, also entweder Sie können das nachlesen im Reprint der Zeitschrift für Sozialforschung im Jahrgang 1937 oder hier in diesem Sammelband. Nun, wenn hier Neumann von den Entscheidungen spricht, dann muss man sagen, dass sie Neumann ja doch getroffen hat, diese Entscheidungen, und mit einer Radikalität, die von Anfang an weit hinausreicht über den Antifaschismus der anderen Linken aus Deutschland und Österreich. Indem er die Widersprüche des liberalen Staats herausarbeitet, fasst er den nationalsozialistischen Staat an der Wurzel, aber nicht so, dass eben beide einfach eins werden könnten, nicht? Er fasst sie in ihrer Nicht-Identität. Schließlich liegt der Anspruch, die persönliche Freiheit vom Kapitalverhältnis, dem sie doch ursächlich zugehört, auch wieder zu unterscheiden vom Kapitalverhältnis. Dieser Anspruch liegt seiner groß angelegten Analyse des Nationalsozialismus zugrunde. Das heißt, die Möglichkeiten der Emanzipation zu bewahren, die durch das Kapitalverhältnis, durch die Rechtsverhältnisse geschaffen worden sind und die aber nur als ein Versprechen gewissermaßen, sieht man ab von diesem Minimum an Freiheit, nur als ein Versprechen innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft existieren können, die selbst eigentlich als Möglichkeiten der Emanzipation in dieser Gesellschaft nicht realisiert werden können. Aber als Versprechen muss man sie an den modernen Verhältnissen immer wieder neu ins Auge fassen. Eigentlich wollte ja Neumann etwas anderes, als er dieses Buch dann zu schreiben begann, den Behemoth. Er wollte nämlich beweisen, und das durchaus gewandt gegen bestimmte Positionen, die am Institut für Sozialforschung vertreten wurden, insbesondere von Friedrich Pollock, er wollte beweisen, dass der Nationalsozialismus ein kapitalistischer Staat sei, geprägt von den Tendenzen der monopolkapitalistischen Phase, während zum Beispiel Friedrich Pollock
davon ausging, dass vom Kapitalismus gar nicht mehr zu sprechen wäre, nach den Krisenbewältigungsmaßnahmen, nach dem Staatsinterventionismus der 30er Jahre, der frühen 30er, die ja schon in den frühen 30er Jahren einsetzten, könne gar nicht mehr, und da bezieht er sich genauso auf New Deal wie auf den Nationalsozialismus oder auf den Faschismus, könne gar nicht mehr so ohne weiteres vom Kapitalismus gesprochen werden. Und deshalb prägte Pollock den Begriff des Staatskapitalismus und sagte auch sinngemäß, also vom Profit könne auch nicht mehr gesprochen werden, weil ja hier nur noch etwas vom Staat verteilt wird, weil ja die Zirkulationssphäre abgebaut worden ist im Zuge dieser Krisenbewältigung, allein schon durch die Staatsinterventionen, verliert ja der Markt seine Selbstständigkeit, nicht? Und daher könne so ohne weiteres auch gar nicht mehr von Profit gesprochen werden und die ganzen Kategorien, die Marx für den Kapitalismus entwickelt hat, verlieren ihre Gültigkeit. Und dagegen tritt Neumann auf und sagt, nein, der Nationalsozialismus ist, ich möchte zeigen, der Nationalsozialismus ist ein kapitalistischer Staat. Aber wie das so ist mit den Beweisen in der kritischen Theorie, sie befördern dann immer etwas zutage, was gar nicht geplant war. Die Durchführung des Beweises bringt eben zugleich etwas zum Vorschein, etwas anderes als das zu Beweisende. Und so kommt Neumann gegen seine eigentliche Intention zu der Erkenntnis, dass der Nationalsozialismus, ich zitiere, kapitalistisch und antikapitalistisch zugleich sei. Er ist autoritär und antiautoritär, sagt Neumann. Er ist für und gegen das Privateigentum. So sehr Neumann sich auch mühte, diesen Doppelcharakter direkt aus der Ablösung des Konkurrenzkapitalismus durch den Monopolkapitalismus abzuleiten, und da gehört er noch ganz in die alte marxistische Tradition, also man denke nur an Hilferding, so sehr Neumann sich auch mühte, eine stringente ökonomische Ableitung hier zu liefern, der Blick auf die politischen Strukturen in Hitlerdeutschland, und dieser Blick ist ja unglaublich scharf in dem Buch, dieser Blick auf die politischen Strukturen in Hitlerdeutschland, die sich von allen anderen politischen Formen des Monopolkapitalismus, wie sie etwa in den USA sich entwickelten im Zuge der Rooseveltschen New Deal-Politik, die von diesen Formen ja abwichen, dieser Blick ließ eine Ableitung, eine stringente Ableitung im strikt ökonomischen Sinn im Grunde nicht mehr zu, und er forderte eben das Ineinander kapitalistischer und antikapitalistischer Formation zu verdeutlichen, und das hieß letztlich, und das ist auch das große Resultat der Studie, die innere Dynamik des Vernichtungskriegs aufzuschließen. Was Neumann in Wirklichkeit beweist, ist, dass dieses Gebilde, das er sich ja auch weigert, Staat zu nennen, darauf komme ich noch zu sprechen, dass er dieses Gebilde von Anfang an als etwas betrachtet, was ausgerichtet ist auf den Vernichtungskrieg. Neumann bezweifelt nicht nur, dass von Recht und Gesetz im Nationalsozialismus die Rede sein kann, nicht? Das ist ja etwas, was damals gerade auch in den antifaschistischen Kreisen eine Selbstverständlichkeit war und auch noch bis heute eine Selbstverständlichkeit ist, dass man vom Unrechtsstaat des Nationalsozialismus spricht. Und Neumann tat das auch bereits, aber er hat das natürlich auch begründet, indem er nachweisen konnte, dass natürlich Formen des Rechts existieren, weiter existieren, nicht, aber sie sind kein Recht mehr, sondern es handelt sich hier nur um ein technisches Mittel zur Durchführung des erwähnten Vernichtungskrieges. Es wird reduziert auf berechenbare technische Regeln, was einmal das Recht war. Aber Neumann geht darüber hinaus. Er kommt eben zu dem Ergebnis, dass von einem Staat im eigentlichen Sinn gar nicht mehr gesprochen werden kann beim Nationalsozialismus, soweit man unter Staat, soweit ein Staat begrifflich durch die Einheit der von ihm ausgeübten politischen Gewalt definiert werde. Das ist ein Zitat.
Stattdessen, so Neumann, handelt es sich um Banden, gewissermaßen um politische Banden, deren Anführer ständig gezwungen sind, sich nach Streitigkeiten wieder zu vertragen. Und deshalb umso mehr Gewalt natürlich auch benötigen, weil es dieses Gewaltmonopol in sich zerfällt. Das steigert in Wahrheit noch die Gewalt des Staats, wenn die Einheit des Staats verloren geht. Die verschiedenen Gruppen, die im Dritten Reich Macht ausüben, so Neumann, einigen sich informell auf eine bestimmte Politik, sodann bringen sie diese Politik mit den ihnen zur Verfügung stehenden Apparaten zur Durchführung. Nach einem über allen Gruppen stehenden Staat besteht kein Bedürfnis. Keine der Institutionen, so Neumann, besitzt die Macht schlechthin. Jede ist nur in dem Maße mächtig, wie sie sich mit einer großen Anzahl anderer Institutionen im Gleichklang befindet. Das gestattet dem Führer auch, eine Gruppe gegen eine andere auszuspielen. So beschreibt Neumann die Einheit, die nicht vorhandene Einheit, den Zerfallsprozess des nationalsozialistischen Staats. Und wenn Sie Hannah Arendts Studie kennen aus den 50er Jahren über die Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, dann werden sie durchaus Übereinstimmungen finden, was diese Beschreibung betrifft. Nicht? Wobei sich Hannah Arendt aber nicht auf Neumann bezieht. Aus welchen Gründen auch immer. Sie stand ja mit der kritischen Theorie auf keinem guten Fuß. Neumann spricht von der äußersten Formlosigkeit des Staats, den die nationalsozialistische Bewegung geschaffen hat. Und er spricht ja auch gar nicht mehr von Staat, sondern von Unstaat. Äußerste Formlosigkeit. Demgegenüber spricht übrigens Hannah Arendt in der erwähnten Studie von Strukturlosigkeit. Von schärfster Strukturlosigkeit oder so ähnlich. Also fast wörtliche Übereinstimmung. Es handelt sich um eine äußerste Formlosigkeit, aber diese äußerste Formlosigkeit ist nun keine Schwäche, sagt Neumann, sondern eine Stärke des Systems. Und wenn man darin eine Stärke des Systems erkennen kann, wird auch erkennbar, dass, ich zitiere Neumann, das ganze System die unaufhörliche aggressive Expansion notwendig bedingt. Also gerade der Zerfallsprozess, den er an den Institutionen des Staats beobachten kann, bringt notwendig diese aggressive Expansion hervor. Diese Expansion, wie sie Neumann darstellt, ist ihrerseits ebenso kapitalistisch wie antikapitalistisch, denn die Mittel für die Expansion können unmöglich durch Handel mit anderen Staaten auf dem Weltmarkt erworben werden. Das lässt sich nicht mehr, sagt Neumann, durch rein ökonomischen Tausch bewerkstelligen, sondern nur noch mit Hilfe politischer, direkter Beherrschung, die jene Staaten in das deutsche Währungssystem eingliedert. So hat man es eben hier, folgt man Neumann, mit einem zerfallenden Gebilde zu tun, einem Unstaat, einem Chaos, sagt er auch an anderer Stelle, das unaufhörlich expandiert. Dabei kann aber Neumann kaum klären, wenn es sich so verhält, was dann noch die Einheit in diesem Zerfallsprozess bildet, ja. Die Expansion selber ist ja noch keine Einheit. Und das hätte er eben von seinem früheren Lehrer Karl Schmidt lernen können, der sich seit 1933 ganz energisch für Hitler und Hitler-Deutschland engagierte, der dort auch Karriere machte und zum Staatsrat und was weiß ich alles wurde. Und zur selben Zeit, als Neumann schon an dem Behemoth arbeitete, also kurz vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs, hat er schon aufgeklärt über diese unaufhörliche aggressive Expansion des Nationalsozialismus, als er nämlich schrieb,
Richtig und sinnvoll sei es allein, wenn eine vorherbestehende, unabänderliche, echte und totale Feindschaft zu dem Gottesurteil eines totalen Krieges führt. Das ist der Schluss seines Aufsatzes über den totalen Feind und den totalen Krieg, Mitte der 30er Jahre, 36 oder 37, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Wer dieser totale Feind ist, auch darüber lässt Carl Schmitt natürlich keinen Zweifel. Er hat sich nach 1933 als fanatischer Antisemit gezeigt. Und dieser Feind wird erst dadurch total, das macht Carl Schmitt in dieser Formulierung deutlich, dieser Feind wird erst dadurch total, dass er für immer ein ganz bestimmter und nicht austauschbarer Feind ist. Die Feindschaft, sagt er ja, muss vorherbestehend und unabänderlich sein. Vorherbestehend und unabänderlich, dass, egal wie der Feind sich auch verhalten mag. Ja. Egal wie er sich auch verhalten mag, er wird vernichtet. Nur dann ist es möglich, an die Erlösung in der Vernichtung zu glauben, wenn wenigstens dieser eine Feind nicht austauschbar ist und zugleich, das zeigt ja die ganze Logik des Antisemitismus, und zugleich die totale Austauschbarkeit verkörpert. So etwas kann man von Carl Schmitt lernen, wie man eben auch etwas lernen kann, wenn man Hitlers Mein Kampf liest. Und gerade das bleibt eigentlich außerhalb des Horizonts von Neumanns Studie über den Nationalsozialismus. Es bleibt außerhalb dieses Horizonts, dass dieses ganze System, wie er es beschreibt und wie er es mit einer Schärfe beschreibt, wie niemand sonst, dass dieses ganze System den totalen Feind ebenso bedingt als voraussetzt. Den totalen Feind, den man sich im Gegenvolk des Judentums geschaffen hat. Erst in einer Bemerkung aus der zweiten Auflage von 1944, die ich ja schon besonders erwähnt habe mit ihrem Anhang, erst in einer Bemerkung in diesem Appendix tastet sich Neumann vor zu der Erkenntnis, dass, ich zitiere, die Teilnahme an einem so ungeheuren Verbrechen wie der Ausrottung der Ostjuden die deutsche Wehrmacht, das deutsche Beamtentum und breite Massen zu Mittätern und Helfern dieses Verbrechens mache und es ihnen daher unmöglich sei, das Naziboot zu verlassen. So schreibt er dann 1944, zu einer Zeit, als er bereits Mitarbeiter des Office of Strategic Services war, also einer Vorgängerorganisation der CIA. Er ist hier Mitarbeiter geworden im US-amerikanischen Geheimdienst im Zweiten Weltkrieg, wie auch andere Mitarbeiter des Instituts für Sozialforschung, wie auch Otto Kirchheimer, Herbert Marcuse, Leo Löwenthal, wollte er auf diese Weise beitragen zum War Effort im Krieg gegen Deutschland. Und hier konnte er natürlich mit den Mitteln des Geheimdienstes die entsprechende Feindaufklärung betreiben, im Sinne, dass er Einsicht bekam in die Verhältnisse des Feindes. Und das hat ihm fraglich dann solche Einsichten wie die zuletzt zitierte vermittelt. Und so kann man sagen, für einige Zeit gehörte die Arbeit für den US-amerikanischen Geheimdienst unmittelbar zur Entwicklung kritischer Theorie, was natürlich dann die Studenten in den 60er Jahren erbost zur Kenntnis nehmen mussten. Ich erinnere mich an einen Auftritt von Daniel Cohn-Bendit nach einem Vortrag von Herbert Marcuse in Rom. Da hat Daniel Cohn-Bendit wütend geschrien, Marcuse zum Vorwurf gemacht, dass der einmal für den amerikanischen Geheimdienst gearbeitet hat. Das war damals die Stimmung unter der Studentenschaft, was den Beitrag der kritischen Theorie zum Kampf gegen den Nationalsozialismus betrifft. Nur noch eine Bemerkung zum Titel, weil
die ja wieder, der Titel ja wieder auf das, was Neumann die falsche Allgemeinheit des bürgerlichen Staats und der bürgerlichen Gesellschaft nennt, Bezug nimmt, indirekt Bezug nimmt, auf eine mythische Weise Bezug nimmt. Behemoth ist ja bei uns im angelsächsischen Raum eine etwas geläufigere Bezeichnung. Behemoth ist ja eines der beiden großen biblischen Ungeheuer, das andere heißt Leviathan, nicht? Da gibt es jüdische Legenden, die auch Eingang gefunden haben ins Alte Testament. Leviathan ist das Landungeheuer, Leviathan ist das Seeungeheuer, Behemoth ist das Landungeheuer, und Hobbes hat bereits diese Mythen genommen, um zwei Staatstypen zu unterscheiden. Leviathan ist der Staat, der die Einheit des Ganzen bewahren kann, der dem Individuum ein gewisses Maß an Freiheit, Neumann würde sagen, ein Minimum an Freiheit ermöglichen kann. Das ist der Staat, der aus dem Vertrag der Individuen hervorgeht, nicht? Die Individuen unterzeichnen einen Vertrag, so ist die Konstruktion bei Hobbes, dass sie auf ihre Gewalt, auf die Gewaltanwendung verzichten wechselseitig, und daraus entsteht dann der große Gewalthaber, nämlich Leviathan, der Souverän, der Staat. Also diese Theorie von Leviathan ist Ihnen ja auch allen sicherlich bekannt. Hobbes hat diese Theorie entworfen in der Phase des englischen Bürgerkriegs, und Leviathan ist so etwas wie seine Konzeption, die gegen diese Bürgerkriegszustände, die er gegen diese Bürgerkriegszustände durchgesetzt wissen will. Und das, die Bürgerkriegszustände selber, die hat er in seinem Buch Behemoth zur Darstellung gebracht. Das ist der zerfallende Staat bei Hobbes, der Bürgerkriegsstaat, der eigentlich gar kein Staat mehr ist, sondern der sich auflöst in Banden, in rivalisierende Banden, und wo nicht einmal mehr wo die Gewalt unmittelbar wieder zusammenfällt mit Ausbeutung und Erniedrigung, wo nicht einmal diese Vermittlungsinstanzen des Rechts möglich sind. Obwohl natürlich bei Hobbes auch im Leviathan das Minimum an Freiheit ein ganz, ganz geringes natürlich nur ist. Man darf ja nicht vergessen, es ist ein Buch aus dem 17. Jahrhundert. Aber die Voraussetzungen des liberalen Staats sind doch schon bei Hobbes ablesbar. Ja, es ist doch schon eine ganz frühe Konzeption, so wird er auch von vernünftigen Leuten gelesen, eine ganz frühe Konzeption eines Rechtsstaats. Der Rechtsstaat ist da schon im Keim gewissermaßen vorhanden. Rule of Law. Und Neumann bezieht sich eben auf diese beiden Ungeheuer, die durch Hobbes so berühmt geworden sind in der politischen Theorie, und nennt sein Buch Behemoth. Das geht also beim Nationalsozialismus um einen neuen, um ein neues Ungeheuer im Sinne von Hobbes, Behemoth. Und zur Erklärung fügt er Folgendes ein in sein Buch. Hobbes Leviathan ist die Analyse eines Staates, das heißt eines politischen Zwangssystems. Staat ist definiert von Neumann als ein politisches Zwangssystem, da gibt es keine Frage. Hobbes Leviathan ist die Analyse eines Staates, das heißt eines politischen Zwangssystems, in dem Reste der Herrschaft des Gesetzes und von individuellen Rechten gewahrt sind. Sein Behemoth oder das lange Parlament, das ist der Untertitel, sein Behemoth, indem er den englischen Bürgerkrieg des 17. Jahrhunderts behandelt, schildert dagegen einen Unstaat, ein Chaos, einen Zustand der Gesetzlosigkeit, des Aufruhrs und der Anarchie. Soweit Neumann zur Erklärung. Im Unterschied zu Hobbes erwähnt Neumann aber ausdrücklich auch noch die Version einer jüdischen Legende, wonach Behemoth und Leviathan sich gegenseitig umbringen.
Dann ist der Tag der Gerechtigkeit gekommen. Nun war Neumann ein Theoretiker, der sich nun wirklich nicht für Mystik interessiert hat. Und gerade an dieser Stelle wird er so mystisch und mythologisch, müsste man eher sagen, mythologisch. Und er stellte sich das, denke ich, konkret etwas anders vor. Das kann man jedenfalls auch aus seiner Biografie ablesen. Die Alliierten, so denke ich, hat er gedacht, die Alliierten könnten durch ihren Sieg in Deutschland und nicht zuletzt auch unter Mitwirkung und Einflussnahme der Intellektuellen, auch derer des Instituts für Sozialforschung, im besiegten Deutschland zuallererst die Voraussetzungen dessen schaffen, was er als wahre Allgemeinheit versteht. Allein schon, um ein Wiedererstarken des Nationalsozialismus unmöglich zu machen. Und ein solches Wiedererstarken des Nationalsozialismus hielt Neumann lange noch nach der Kapitulation Deutschlands für möglich. Was sich stattdessen im Zuge der Blockkonfrontation des Kalten Kriegs in Deutschland dann durchsetzte, was geschah oder besser gesagt nicht geschah, wenn man an Neumanns Hoffnungen denkt, das ließ Neumann dann in bestimmter Hinsicht resignieren. Seine Schriften, wenn man die späteren Schriften nach 1945, zeigen eine gewisse Ratlosigkeit, würde ich das nennen. Auch der groß angelegte Essay über Angst und Politik, der durchaus bemerkenswerte Fragen enthält und Probleme, auch wirkliche Probleme aufwirft, der ist in gewisser Weise nicht mehr ausgeführt worden von ihm. Und Kollegen und Freunde berichten auch über seine letzten Jahre. Ich zitiere: Wir hatten das Gefühl, dass Neumann an einem toten Punkt angelangt war und nicht wusste, wie er ihn überwinden sollte. Er schien an seiner Theoriearbeit zu verzweifeln. Er habe geäußert, so wird hier berichtet, dass Theorie für ihn nicht mehr im Hegelschen Sinn Theorie der Entwicklung der Menschheit zur Freiheit sein könne. Entfiel dieses Moment, dann war der Lebensnerv seines theoretischen Arbeitens getroffen. Und von seinem Sohn wird berichtet, sein Sohn hat über Neumann gesagt, der Sohn lebt übrigens als Straßenmaler in San Francisco, er sagt über seinen Vater, he was defeated. Das können Sie nachlesen in dem sehr anschaulichen und auch sehr interessanten Buch von Rainer Erb, Reform und Resignation, ein Sammelband über Franz Neumann mit interessanten Gesprächen und Beiträgen zur Biografie und zum Werk von Neumann. Es ist vor Jahrzehnten in der Edition Suhrkamp erschienen. Ich habe es auf der Literaturliste angegeben. Sehr schön ist übrigens auch das, was Adorno über Neumann sagt in den 60er Jahren, Franz Neumann zum Gedächtnis, ein Aufsatz aus dem Jahr 1967 in Adornos gesammelten Schriften, Band 20, nachzulesen. Also den Behemoth, den bezeichnet er als das bis heute tiefste und wahrste Werk über den Nationalsozialismus und begründet das dann auch. Dieses Buch von Neumann zeigt, dass unterm Faschismus eben das zerfällt, was zu retten er vorgibt, was zu retten der Faschismus vorgibt. In einem Augenblick, so weiter Adorno, in einem Augenblick, in dem die Parole von den aufbauenden und positiven Kräften erneut, zahlreiche zu verlocken droht, ist Neumanns Lehre von höchster Aktualität. Der angebliche Monolith autoritärer Regierungsformen decke nur notdürftig einen Antagonismus der Kräfte zu. Die Gesellschaft unfähig, in freier Bewegung länger sich zu reproduzieren, damit ist sozusagen die liberale Phase, die liberalistische Phase der Konkurrenzkapitalismus gemeint,
Die Gesellschaft, unfähig in freier Bewegung länger sich zu reproduzieren, bricht auseinander in diffuse, barbarische Vielheit, das Gegenteil jener versöhnten Vielfalt, die allein ein menschenwürdiger Zustand wäre. Nicht? Und mit diesem menschenwürdigen Zustand versucht Adorno auf seine Weise die wahre Allgemeinheit zu beschreiben, die das Glücksversprechen der bürgerlichen Gesellschaft darstellt, aber in ihr selber nicht realisiert werden kann. Und noch auf eine andere Nachgeschichte des Behemoth, auf eine andere Folge von Neumanns Studie möchte ich hinweisen. Es sagt nämlich, denke ich, viel darüber aus, wie weit Neumann die Analyse vorantreiben konnte, dass die erste und bis heute wichtigste Studie über die Vernichtung der europäischen Juden von einem seiner Schüler geschrieben wurde, nämlich von Raoul Hilberg. Dieses legendäre Buch, das in Amerika bereits in den 60er Jahren erschien und das dann in Deutschland erst mit 20, 30 Jahren Verspätung eigentlich publiziert wurde und rezipiert wurde. Hilberg, Raoul Hilberg, der kommt übrigens aus Wien, wie Sie vielleicht wissen. Raoul Hilberg flüchtete dann auch wie Neumann nach Amerika. Hilberg übernahm von seinem Lehrer zunächst, wie er selbst rückblickend sagt, ich zitiere Hilberg, die Vorstellung, dass im Nationalsozialismus ein Nichtstaat, wie Neumann es nannte, vorlag, dass die Herrschaftseliten nicht auf einer einheitlichen rationalen Grundlage operierten, wie wir sie mit einem Gesetzgeber oder einer Verfassung verbinden. So Hilberg. Zugleich spricht er von einem Bias, von einer Einseitigkeit Neumanns, einem Bias, der mit seinem Marxismus zusammenhängt. Und zwar sagt Hilberg, Neumann analysierte die Arisierung und die Liquidation des jüdischen Eigentums ganz korrekt als ein Mittel, mit dem die Konzentrationstendenzen der deutschen Industrie noch gesteigert wurden, aber, und da liegt sozusagen für Hilberg die Einseitigkeit, aber er konnte dann der Tatsache doch nicht voll ins Auge schauen, dass das jüdische Volk als solches annihiliert wurde. Und Hilberg macht genau diesen Schritt, nicht? Er hebt diese Einseitigkeit auf und in bestimmter Hinsicht kehrt sich damit auch der Blickwinkel um. Er nämlich, Hilberg, betrachtet in seinem monumentalen Werk über die Vernichtung der europäischen Juden, er betrachtet den Prozess des Dritten Reichs, die nationalsozialistische Bewegung, von den vorausgesetzten deutschen Vernichtungsanstrengungen aus. So spricht er das auch aus. Er spricht von deutschen Vernichtungsanstrengungen. Das ist gewissermaßen die Voraussetzung, von der er bereits ausgeht und deduziert daraus die Aufspaltung der Gesellschaft in sich jeweils verselbstständigende Gruppierungen. Er deduziert diese Aufspaltung als eine Notwendigkeit, die in der Vernichtungsanstrengung selbst liegt. Ich zitiere Hilberg, aus dem berühmten Buch über die Vernichtung der europäischen Juden. Als dieser Prozess der Vernichtung fortschritt, wurden seine Erfordernisse komplexer, bedurfte es zu seiner Abwicklung einer ständig wachsenden Zahl von Behörden, Parteiämtern, Wirtschaftsunternehmen und Militärstellen. Die Vernichtung der Juden, schreibt Hilberg weiter, war ein totaler Prozess. Die Maschinerie, die dazu nötig war, könne, so Hilberg, nicht grundlegend vom deutschen Gesellschaftsgefüge insgesamt unterschieden werden. Das meint er mit totaler Prozess. Diese Maschinerie kann nicht mehr vom deutschen Gesellschaftsgefüge insgesamt unterschieden werden. Damit liefert er die rationale Fassung, die rationale Begrifflichkeit für das, was mit dem Vorwurf der Kollektivschuld gemeint ist, nicht? Die Maschinerie der Vernichtung kann nicht mehr vom deutschen Gesellschaftsgefüge unterschieden werden. Für die moralische Seite dieser Frage hat er dann ja auch eine sehr prägnante Formel gefunden. Er spricht von
er macht so eine Dreiteilung, Täter, Mitläufer und Zuschauer. So charakterisiert er die deutsche Volksgemeinschaft. Ja, ich möchte jetzt eigentlich noch zur Dialektik der Aufklärung kommen, zurückkommen gewissermaßen. Wir haben ja noch ein wenig Zeit. Wie ich das angedeutet habe, hat Neumann versucht, den Nationalsozialismus aus dem Monopolkapitalismus abzuleiten, also sozusagen ist von gut marxistischen Positionen ausgegangen und hatte das Interesse zu zeigen, dass es sich hier um eine Variante des Monopolkapitalismus handelt. Und abzuleiten wäre der Nationalsozialismus aus diesem Übergang vom Konkurrenzkapitalismus zum Monopolkapitalismus, ohne dass deshalb der kapitalistische Charakter sich irgendwie ändern würde. Nicht? Das war die Ausgangsthese von Neumann. Die Ausgangsthese von Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung ist demgegenüber, dass sie den Nationalsozialismus aus der Aufklärung ableiten wollen. Beziehungsweise aus der Selbstzerstörung der Aufklärung, aus der Dialektik der Aufklärung. Das kann man doch als die Ausgangsthese, denke ich, dieses Buchs betrachten. Und auch hier kommt es zu anderen Resultaten als den intendierten. Und das zu verfolgen, das ist eigentlich das Aufregende bei der Lektüre, nicht? Dass man solche Dinge dort, wo sich der Gedanke gewissermaßen von der Beweisführung verselbstständigt, wo es zu ganz anderen als den erwarteten Erkenntnissen kommt. Und das habe ich Ihnen schon vorgeführt an dieser einen Stelle aus dem ersten Kapitel über den Vernunftbegriff, wo plötzlich der Widerspruch in der Herrschaft selber auftaucht. Und das möchte ich Ihnen jetzt noch am Kulturindustriekapitel zeigen, in dem Zusammenhang zwei Fragen aufwerfen. Das berühmte Kulturindustriekapitel, das erscheint ja hier gewissermaßen in der Dialektik der Aufklärung als das letzte Stadium der Aufklärung, unmittelbar vor dem Übergang in den Nationalsozialismus. Und der Titel heißt ja auch Aufklärung als Massenbetrug. Wenn Sie das lesen, dann stellen Sie fest, dass die Autoren in jedem einzelnen der Produkte der Kulturindustrie auf die Schadenfreude stoßen, die alle Produkte der Kulturindustrie letztlich verbreiten. Und in dieser Schadenfreude, da wittern Adorno und Horkheimer das Äußerste. Ich zitiere, sie sehen darin die Verschiebung der Befriedigung auf den Tag des Pogroms. Die Befriedigung wird durch die Kulturindustrie aufgeschoben und sie wird aufgeschoben auf den Tag des Pogroms. Und das ganze Kapitel hat ja diesen apokalyptischen Ton, der eigenartig kontrastiert mit damit, dass es sich doch hier beim Gegenstand dieser Studie um läppische Gegenstände eigentlich handelt, nicht um die Amüsierwaren, Produkte der Filmindustrie, Radiosendungen und Ähnliches. Aber fast jeder Satz beschwört dieses Äußerste, nicht? Fast jeder Satz visiert eine allumfassende Katastrophe und sieht den Ausgangspunkt zu dieser Katastrophe in dem kleinsten, unschuldigsten Filmchen aus Hollywood oder in der einfachsten Radiosendung, die da durch den Äther schwirrt. Dieser Ton, denke ich, und man hat diesen Ton, diesen apokalyptischen Ton immer in Zusammenhang gebracht damit, dass ja diese europäischen Intellektuellen, insbesondere die deutschen Intellektuellen, kommen da nach Amerika und erleiden einen Schock angesichts dieser weit entwickelten Kulturindustrie, nicht? Und daher kommt dieser Ton zustande. Ich denke, es liegt darin vielmehr die namenlose
Adorno und Horkheimer nicht unbedingt in allem bewusste Angst, die Kulturindustrie wäre imstande, das amerikanische Publikum und das der ganzen westlichen Hemisphäre letztlich auf Appeasement zu konditionieren. Die Kulturindustrie produziere überall die mentalen Voraussetzungen für den Siegeszug des nationalsozialistischen Deutschland. Das heißt, sie bereite die Menschen, die Individuen darauf vor, dass diese totale Integration weltweit möglich wird. Und so erscheint mir der Text wie im Zustand der Panik verfasst. Und deshalb gibt es solche Stellen, wo man das Gefühl hat, hier fällt jetzt alles in eins zusammen. Also der Konsument der Kulturindustrie wird dann wortwörtlich als virtuell schon der Nazi bezeichnet. Also der Konsument der Kulturindustrie ist virtuell schon der Nazi. Ja, das Radio, so heißt es an einer anderen Stelle, ist für den Faschismus wie gegossen. Und alles hat diese teleologische Struktur, also alles was Sie wahrnehmen, scheint darauf hinzuweisen, dass im nächsten Moment sich der Nationalsozialismus durchsetzen kann. Und man darf eben dabei nicht vergessen, dieses Kapitel wurde kurz nach dem Kriegseintritt der USA entworfen und kurz vor dem D-Day, vor der Landung in der Normandie, abgeschlossen. Und es schlägt sich also in diesem Kapitel diese Angst nieder, die Angst, die entstanden ist durch die grenzenlosen Erfolge Hitlers in Europa. Das ist ja heute schwer nachzuvollziehen, also das muss man sich heute wirklich alles bewusst machen, wie unfassbar diese Erfolge ja waren. Und auch wenn man bereits in Amerika war, empfunden werden mussten. Diese grenzenlosen Erfolge Hitlers. Und deshalb bleibt auch bis zuletzt, Adorno und Horkheimer später nichts daran geändert, dieses Misstrauen bleibt tonangebend. Und diese Angst war ja auch wohl begründet, wenn man sich bestimmte Aspekte der amerikanischen Gesellschaft ansieht, nicht? Auch hier stießen ja Adorno und Horkheimer durchaus auf antisemitische Tendenzen, auf nazifreundliche Leute, politische Bewegungen. Man denke nur an den berühmten Charles Lindbergh, der ein offener Nazi-Sympathisant war. Und auch hier sammelten ja die Autoren ihre Erfahrungen und verarbeiteten sie in empirischen Studien, versuchten das auch zu theoretisieren. Es war ja schon im Rahmen der Ringvorlesung auch die Rede von den Studien zum autoritären Charakter. Also all das, wir sehen das natürlich bereits vom Resultat des Zweiten Weltkriegs aus, aber damals war ja alles offen. Und ich denke, damit hängt eben auch das Zögern der Autoren zusammen, dann in den späten 60er Jahren die Dialektik der Aufklärung neu herauszugeben. Man wusste selbst nicht, wie man sich jetzt zu diesem Misstrauen, zu dieser Panik, wie ich das nennen würde, im Kulturindustriekapitel stellen sollte. Damals übrigens, Anfang der 60er Jahre, hat die Zeitschrift konkret, aus dem Kulturindustriekapitel begonnen nachzudrucken. Er wollte das Kulturindustriekapitel nachdrucken und hat auch schon damit begonnen in einer Ausgabe. Adorno hat da die Genehmigung erteilt. Horkheimer hat dann energisch widersprochen und dann hat auch Adorno die Genehmigung zurückgezogen und es konnte dann nicht erscheinen vollständig. Also so prekär wurde das von den beiden Autoren dann in den 60er Jahren noch immer aufgefasst. Und ich möchte jetzt damit in Zusammenhang zwei Fragen aufwerfen, die, denke ich, weiterführen können. Das eine betrifft das Verhältnis von Gebrauchswert und Tauschwert in der Kulturindustrie. Die Kritik der Kulturindustrie läuft nämlich in ihrer ursprünglichen Konzeption darauf hinaus, dass im Unterschied zur früheren bürgerlichen Gesellschaft, wie sie noch Marx vor Augen hatte, dass nunmehr in der Gesellschaft der Kulturindustrie der Tauschwert selber konsumiert werden könnte.
Das ist der eine Punkt, den ich besonders hervorheben möchte. Es heißt da, ich zitiere, Dialektik der Aufklärung, Kulturindustriekapitel: Was man den Gebrauchswert in der Rezeption der Kulturgüter nennen könnte, wird durch den Tauschwert ersetzt. Anstelle des Genusses tritt Dabeisein und Bescheidwissen, Prestigegewinn anstelle der Kennerschaft. Und damit wird eigentlich ein gesellschaftlicher Zustand von Adorno und Horkheimer unterstellt, worin der Tauschwert ohne Gebrauchswert weiter existieren könne. Nicht? Das ist also eine für Marx völlig absurde Vorstellung. Wenn Sie die Theorie von Marx kennen, die Analyse des Kapitalverhältnisses, dann ist es völlig absurd, dass es einen Tauschwert ohne Gebrauchswert geben kann. Aus diesem Widerspruch entwickelt er ja die ganze Kritik der politischen Ökonomie. Aber diese Konzeption hängt natürlich mit einer bestimmten gesellschaftlichen, historischen Situation zusammen. Diese neuere Konzeption von Adorno und Horkheimer hängt mit einer bestimmten Auffassung von Krisenbewältigung und Staatskapitalismus zusammen, wonach eben der Markt, die Selbstständigkeit, die Autonomie des Marktes, die relative Autonomie des Marktes am Ende sei im Zuge der großen Weltwirtschaftskrise und die Zirkulationssphäre letztlich vollkommen abgebaut wird. Also das, was die freie Bewegung, die Zirkulationsbewegung ausmacht, der Waren und des Geldes, das wird abgebaut und stattdessen gibt es Staatsinterventionismus. Und damit wird es auch, also konkret könnte man hier das Deficit Spending in Amerika erwähnen oder die Rüstungspolitik im nationalsozialistischen Deutschland, beziehungsweise der Eingriff des Staates auf dem Arbeitsmarkt, der ja auch ganz massiv war, in verschiedensten Formen. Und das ist natürlich damit eine Situation hervorgerufen dadurch, dass der Wert weltweit sich nicht mehr verwertet, dass der Staat sich in ein Konglomerat von Räuberbanden und Wohlfahrtsvereinen umbildet. Und in einer solchen Situation scheinen dann Form und Inhalt, Tauschwert und Gebrauchswert ein für alle Mal auseinanderzubrechen. Und bei Ihrer Analyse, es wundert dann eben auch nicht, dass bei Ihrer Analyse das eine im anderen zu verschwinden droht. Also man muss diese These hier im Kulturindustriekapitel, dass der Gebrauchswert im Tauschwert verschwindet, muss man im Zusammenhang sehen mit den Krisenbewältigungsmaßnahmen im Zuge der Weltwirtschaftskrise, mit dem Staatsinterventionismus. Spekulationen über das Verschwinden des Gebrauchswerts hatte Adorno noch viel unverfrorener bereits 1938 in dem Aufsatz über den Fetischcharakter in der Musik und über die Regression des Hörens formuliert. Auch der erschien in der Zeitschrift für Sozialforschung, ist mittlerweile nachzulesen in den gesammelten Schriften von Adorno, Band 14, über den Fetischcharakter in der Musik und die Regression des Hörens. Man kann darin bereits die These ablesen, die dann ins Kulturindustriekapitel der Dialektik der Aufklärung eingegangen ist. Ich zitiere Adorno 1938: Setzt die Ware allemal sich aus Tauschwert und Gebrauchswert zusammen, so wird der reine Gebrauchswert, dessen Illusionen in der durchkapitalisierten Gesellschaft die Kulturgüter bewahren müssen, durch den reinen Tauschwert ersetzt, der gerade als Tauschwert die Funktion des Gebrauchswerts trügend übernimmt. In diesem, der die Funktion des Gebrauchswert trügend übernimmt, Betonung müsste hier auf trügend gesehen werden. In diesem Quid pro quo konstituiert sich der spezifische Fetischcharakter der Musik. Die Affekte, die auf den Tauschwert gehen, stiften den Schein des Unmittelbaren und die Beziehungslosigkeit zum Objekt dementiert ihn zugleich. Sie gründet in der Abstraktheit des Tauschwerts. Von solcher gesellschaftlichen Substitution hängt alle spätere psychologische, alle Ersatzbefriedigung ab. Je unerbitterlicher
das Prinzip des Tauschwerts die Menschen um die Gebrauchswerte bringt, umso dichter vermummt sich der Tauschwert selbst als Gegenstand des Genusses. Man genießt den Tauschwert, so wird hier unterstellt von Adorno. Man hat nach dem Kitt gefragt, der die Warengesellschaft noch zusammenhält. Zur Erklärung mag jene Übertragung von Gebrauchswert, vom Gebrauchswert der Konsumgüter auf ihren Tauschwert innerhalb einer Gesamtverfassung beitragen, in der schließlich jeder Genuss, der vom Tauschwert sich emanzipiert, subversive Züge annimmt. Die Erscheinung des Tauschwerts, so Adorno weiter, die Erscheinung des Tauschwerts an den Waren hat eine spezifische Kittfunktion übernommen. Die Frau, die Geld zum Einkaufen hat, berauscht sich am Akt des Einkaufens. Heute nennt man das natürlich Shopping. Having a good time heißt in der amerikanischen Sprachkonvention beim Vergnügen der anderen dabei sein, das seinerseits auch bloß das Dabeisein zum Inhalt hat. Soweit diese Gebrauchswerttheorie vom jungen Adorno, die dann sich im Kulturindustriekapitel niederschlug. Rückblickend in einer seiner Vorlesungen aus der Mitte der 60er Jahre hat Adorno darüber geschrieben und hat das eine vielleicht sogar ökonomisch nicht ganz hieb- und stichfeste Formulierung genannt, die er da vor 30 Jahren geprägt hatte. Ökonomisch nicht hieb- und stichfest erschien ihm nun in den 60er Jahren, nachdem er sich doch auch intensiver mit Marx beschäftigt hat, nicht mehr hieb- und stichfest erschien ihm das, nämlich die Menschen eigentlich gar nicht nur Gebrauchswerte konsumieren oder sich an Gebrauchswerte heften, sondern an Tauschwerte. Und Adorno fügt hinzu, ich möchte die Theorie, die ich seinerzeit ein bisschen frisch, fröhlich und kühn entwickelt habe, Ihnen wirklich nicht als eine heute verbindliche Weisheit aufschwatzen, vor allem deshalb nicht, weil natürlich so etwas wie der Genuss von Tauschwerten selber eigentlich nur sozialpsychologisch und zwar im Sinne gewisser freudscher Kategorien begriffen werden kann, also strikt ein gesellschaftlicher, ich meine der gesellschaftlich-ökonomischer, nicht ist. So rettet er diese frühe These, aber das ist mehr als eine Rettung, es steckt wieder eine Erkenntnis drinnen, nicht in dieser Relativierung, die er hier betreibt, in der Vorlesung, die erst übrigens vor einem Jahr erschien und ich sehr empfehlen kann, Philosophische Elemente einer Theorie der Gesellschaft, eine Adorno-Vorlesung aus dem Jahr 1964, 2008, aus dem Nachlass publiziert. Es ist also, wenn man das weiterdenkt, was Adorno hier selbstkritisch bemerkt, dann ist es ja tatsächlich im Sinne des Marxischen Begriffs von Ware und Kapital ganz unsinnig, dass der Tauschwert den Gebrauchswert ersetzen könnte. Es ist aber nicht unsinnig im Sinne des freudschen Begriffs des Sadomasochismus. Und so haben eigentlich Adorno und Horkheimer im Kapitel über die Kulturindustrie so etwas wie eine sadomasochistische Ökonomie auf den Punkt gebracht. Und es ist ja die Essenz dieses Kulturindustriekapitels, dass sie erkennen, dass Schadenfreude über jede gelungene Versagung dass darauf die Kulturindustrie letztlich zielt. Dass das von der Kulturindustrie im Konsumenten erzeugt wird. Schadenfreude über jede gelungene Versagung. Das ist gewissermaßen die Quintessenz der Kulturindustrie. Und mit einer gewissen Gesetzmäßigkeit wendet sich diese Schadenfreude immer auch gegen den Konsumenten selber, der sie empfindet, der sich damit aber auch selber alle Erfüllung versagt, nur um eines einzigen Wunsches willen, nämlich an der Versagung bei den anderen sich zu erfreuen. So wird ja auch das Lachen, die Komödie, wie sie die Kulturindustrie bietet, analysiert im Kulturindustriekapitel. Das ist die eine Frage, die ich hier noch aufwerfen möchte. Die andere im Zusammenhang mit dem Kulturindustriekapitel betrifft die Frage des Staats. Ich denke, es ist zu überlegen, ob nicht schon die Formulierung des Begriffs Kulturindustrie dieser Frage des Staats in gewisser Weise ausweicht. Also gerade das, was Franz Neumann in den Mittelpunkt seiner Studie gerückt hat. Das wird hier
in den Hintergrund gerückt. Und dadurch entsteht an einigen Stellen eine diffuse Vorstellung von Macht. Und es bleibt also dadurch vielfach ungeklärt, auf welche Weise die Konsumenten der Kulturindustrie sich jeweils mit politischen Instanzen identifizieren. Und also wäre hier, denke ich, gerade hier die Kritik des Staats noch zu eröffnen auf dem Gebiet der Kulturindustrie. Denn es geht ja Adorno und Horkheimer immer um diese Identifikationsprozesse, die hier ablaufen, vermittelt durch die Kulturindustrie. Und da müsste es doch möglich sein, das schärfer herauszuarbeiten, denke ich, mit welcher Macht identifiziert sich eigentlich der Konsument der Kulturindustrie. Also es heißt da in der Dialektik der Aufklärung, jeder muss zeigen, dass er sich ohne Rest mit der Macht identifiziert, von der er geschlagen wird. Und ich denke, anzuknüpfen an die Kulturindustrie könnte heißen, diese Identifikation konkreter zu fassen. Mit welcher Macht identifiziert sich der Einzelne? Mit dem Kapitalverhältnis identifiziert er sich natürlich automatisch. Und auch mit dem Staat, mit dem Souverän identifiziert er sich, der ja nur die andere, die politische Seite dieses Kapitalverhältnisses ist. Aber gerade diese Seite, diese politische Seite, ist ja im Gegensatz zu der Seite des Werts des Kapitals, ist ja mit sich selbst nicht einfach identisch. Existiert nur in Form voneinander sich unterscheidender Staaten und Staatsformen und politischen Bewegungen, existiert nur in Form sich voneinander unterscheidender politischer Mächte, während alle Kapitalien und Kapitalgruppen im Kapitalverhältnis unterschiedslos zusammenfallen. Diese Differenz muss man festhalten und die kann man gerade festhalten, wenn man sich auf die Kritik der politischen Ökonomie von Marx beruft. Also mit anderen Worten, um es etwas verkürzt auszudrücken, die Dialektiker der Aufklärung haben es im Kapitel über die Kulturindustrie versäumt, einen Film wie einen Nazi-Propagandafilm wie Veit Harlans Jud Süß mit Casablanca von Michael Curtis zu vergleichen. Sie haben es versäumt, eine Schauspielerin wie Paula Wessely in dem Nazi-Film Heimkehr mit Greta Garbo in Ninotschka zu konfrontieren. Oder sie haben es versäumt, den Fährberliner Reitermarsch mit Glenn Millers in dem Mut eng zu führen. Es stimmt natürlich auch für die westlichen Produkte, für die westlich orientierten Produkte der Kulturindustrie, dass sie allein die Freiheit zum Immergleichen bieten können, die Freiheit zum Immergleichen, auch das ist ein Zitat aus dem Kulturindustriekapitel, das Individuum, sagen Adorno und Horkheimer, werde nur so weit geduldet, wie eine rückhaltlose Identität mit dem Allgemeinen, mit dem falschen Allgemeinen außer Frage steht, von der genormten Improvisation im Jazz bis zur originellen Filmpersönlichkeit, der die Locke übers Auge hängen muss, damit man sie als solche erkennt, herrscht Pseudo-Individualität. Aber das Allgemeine, von dem hier die Rede ist, mit dem in eins zu fallen fürs Individuum außer Frage stehen muss, dieses Allgemeine ist selbst nicht mit sich identisch. Und das haben ja Adorno und Horkheimer zu ihrem und der Überlebenden und der Menschheit Glück erfahren, als der Nationalsozialismus besiegt wurde. Beide Fragen, die ich hier versucht habe aufzuwerfen, beide Fragen haben damit zu tun, dass die Dialektik der Aufklärung den Nationalsozialismus aus der Selbstzerstörung der Aufklärung ableiten wollen. Und bereits in der Aufklärung diese mögliche Entwicklung hin zum Nationalsozialismus angelegt sehen, wobei aber Vernunft, also in dem Sinn der Kernbegriff der Aufklärung, Vernunft mit Spinoza als Selbsterhaltung begriffen wird. Nicht? Vernunft ist die geistige Form sozusagen der Selbsterhaltung. Soweit folgen Sie Spinoza. Und damit kommen Sie in die
eigenartige Situation, dass sie den Nationalsozialismus als eine Form der Selbsterhaltung darstellen müssen, wenn sie den Nationalsozialismus aus den Widersprüchen der Vernunft ableiten wollen. Dann erscheint plötzlich der Nationalsozialismus als ein gesellschaftliches System, das auch nur die Selbsterhaltung betreibt. Und da, denke ich, da wird die Dialektik der Aufklärung, da muss die Kritik an der Dialektik der Aufklärung auch einsetzen, und da hat ja auch Adorno dann ganz andere Antworten gefunden, etwa in der negativen Dialektik oder auch Horkheimer in seinen späten Schriften. Also in der Dialektik der Aufklärung heißt es noch, im Zusammenhang übrigens mit der Lust, mit der nationalsozialistischen Politik der Lust und der Sexualität, heißt es noch, sie, also die Lust unter nationalsozialistischen Bedingungen, bleibt der Selbsterhaltung verhaftet, zu der sie die inzwischen abgesetzte Vernunft vor dem erzogen hat. Der Nationalsozialismus bleibt also noch der Selbsterhaltung verhaftet. Und damit bleibt unbetont in der Dialektik der Aufklärung, dass der Nationalsozialismus ja zu einer Vernichtung mobil gemacht hat, die bereits die Selbstvernichtung mit einschließt. Also gerade dieses selbstzerstörerische Moment, das bleibt in der Dialektik der Aufklärung unbetont. Und Adorno hat es kurze Zeit später dann ganz besonders unterstrichen und betont, nämlich in den Minima Moralia, in dieser Aufsatzsammlung, zu der er, die er ja zu, etwa zur gleichen Zeit begonnen hat. Da heißt es dann unter dem Titel Unmaß für Unmaß, also das ist einer dieser Aphorismen, die er hier zusammengestellt hat, heißt es, und damit mit diesem Zitat schließe ich auch die Vorlesung, während sie, die Nationalsozialisten, die Deutschen, alles gewannen, wüteten sie schon als die, welche nichts zu verlieren haben. Während sie alles gewannen, wüteten sie schon als die, welche nichts zu verlieren haben. Am Anfang des deutschen Imperialismus steht die Wagnersche Götterdämmerung, die begeisterte Prophetie des eigenen Untergangs, deren Komposition gleichzeitig mit dem siegreichen 70er Krieg, 1870er Jahre, in Angriff genommen wurde. Im selben Geist, so weiter Adorno, hat man 2 Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg dem deutschen Volk den Untergang seines Zeppelins gefilmt vorgeführt. Ruhig, unbeirrt zieht das Schiff seine Bahn, um plötzlich senkrecht herabzustürzen. Bleibt kein Ausweg, so wird dem Vernichtungsdrang vollends gleichgültig, worin er nie ganz fest unterschied, ob er gegen andere sich richtet oder gegen das eigene Subjekt. So nimmt Adorno hier eigentlich diese Festlegung des Nationalsozialismus auf Selbsterhaltung zurück und realisiert tatsächlich dann im ganzen Ausmaß, was den Nationalsozialismus ausmacht. Gut, damit schließe ich jetzt, ist ja auch schon spät, können jetzt noch vielleicht 10 Minuten diskutieren. Bis 16 Uhr haben wir den Raum, oder? Danke. Danke für die Aufmerksamkeit. Also vor allem natürlich Verständnisfragen, die es ja durchaus geben kann, weil ja komplizierte Dinge zur Sprache kamen. Ja? Ja. Ja. Nicht nur Adorno, sondern das war und auch nicht nur am Institut für Sozialforschung, das war natürlich eine Deutung, eine soziologische, ökonomische, ein Versuch, soziologisch und ökonomisch und politisch das zu deuten, was in den 30er Jahren tatsächlich vorging. Nicht? Es war ja so, erstens gab es die Entwicklung in der Sowjetunion, die einfach weiterging, nicht? Dann gab es die Entwicklung im nationalsozialistischen Deutschland, wo massiv in den Arbeitsmarkt eingegriffen wurde, mittels Lohnstopp und Preisstopp, ja? Also mittels Lohnvorgaben vom Staat und Preisstopp,
wo Arbeitsdienst eingeführt wurde, wo die Rüstungspolitik in Schwung kam, wo alles Geld in die Rüstung gesteckt wurde, nicht? Geld, das man sozusagen auch auf Pump organisiert hat, und wo Autobahnen gebaut wurden mit Arbeitsdienst, habe ich schon erwähnt. Also das sind ja alles, das waren ja alles massive Eingriffe in die Zirkulationssphäre, wo man tatsächlich davon sprechen kann, dass hier die Zirkulationssphäre abgebaut wird. Nicht? Von einem Abbau kann man durchaus sprechen. Und diese Intellektuellen des Instituts, die haben einfach diese Tendenzen verlängert. Nicht? Die haben das zu Ende zu denken versucht und sind davon ausgegangen, dass die Zirkulationssphäre überhaupt verschwindet. Ne? Und damit verliert natürlich auch die ganze marxische Begrifflichkeit im unmittelbaren Sinn ihre Gültigkeit. Und wenn es keine Zirkulationssphäre mehr gibt, dann kann man auch nicht mehr im eigentlichen Sinn von einer Realisierung des Mehrwerts sprechen, nicht? Von einer Realisierung des Werts. Ist ja dann alles hinfällig. Dann wird der Profit wieder zur Beute, nicht? Oder zum Mehrprodukt, wie es das auch schon im Feudalismus oder in der Antike gab. Also das waren reale ökonomische und politische Prozesse, die man auf diese Weise auf den Begriff bringen wollte. Aber die Differenzen haben sich deutlich gezeigt, nicht? Auf der einen Seite Pollock mit seiner Konzeption des Staatskapitalismus, der also eine harmonisierende Gesellschaftstheorie, würde ich sagen, da entwickelt hat und davon ausgeht, dass die Krise mit solchen Maßnahmen bewältigt wird und dass es möglich ist, dass auf diese Weise die Herrschaft friedlich, gewissermaßen friedlich fortexistiert. Während Neumann wollte den Gegenbeweis antreten und zeigen, dass die Widersprüche da sind, auch wenn in die Zirkulationssphäre eingegriffen wird, dann tauchen sozusagen die Widersprüche auf anderer Weise auf und führen zu kataklystischen Entwicklungen, eben auch zu dieser aggressiven Expansionstendenz. Nicht? Also der liefert das Gegenbild zu Pollock und zeigt also von Anfang an, dass das Ganze auf aggressive Expansion und auf unmittelbare Gewaltausübung hinausläuft. Und damit hat er natürlich recht. Und Horkheimer und Adorno stehen da irgendwie so dazwischen. Nicht? Es gibt da interessante Diskussionen zwischen Horkheimer und Neumann, kann man nachlesen. Der Briefwechsel ist zum Teil in den gesammelten Schriften von Horkheimer abgedruckt, zwischen Neumann und Horkheimer. Und also Horkheimer lernt da schon einiges auch von Neumann, obwohl er ihm auch widerspricht. Ja. Ja. Also die kritische Theorie mit dem Antisemitismus auch nur mit der Zirkulationssphäre gegen das jüdische mit der Zirkulationssphäre richtig identifiziert wird. Ja. Und hat es auch die Überlegungen, die von Adorno und Horkheimer, die so diagnostiziert haben, dass die Zirkulationssphäre verschwindet, wie sich das auf den Antisemitismus dann auswirkt? Ja, genau, ganz richtig. Das ist ein Wunderpunkt der kritischen Theorie. Ja. Und auch eine Schwäche ihrer Antisemitismus-Darstellung. Es gibt den letzten Abschnitt, also das letzte Kapitel der Dialektik der Aufklärung, das sind ja die Elemente des Antisemitismus. Ja? Das ist noch 1944 in dieser hektografierten Form geschrieben worden, aber der letzte Abschnitt dieses letzten Kapitels, der letzte Abschnitt der Elemente des Antisemitismus, den haben sie 1947 angefügt für die Publikation, für die eigentliche Publikation im Querido Verlag. Und dieses Kapitel beginnt mit dem Satz, aber es gibt keine Antisemiten mehr. Ja? Und diesen falschen Schluss, den sie natürlich dann auch wieder Sie verwickeln sich ja dann auch in Widersprüche und man müsste das dann im Einzelnen analysieren, wie sie das darlegen. Ja? Aber dieser falsche Schluss, den ziehen sie daraus, dass sie davon ausgehen, dass die Zirkulationssphäre keine Chance mehr hat und damit auch der Antisemitismus eigentlich verschwindet, nicht? Oder beliebig wird. Und
das ist eine Schwäche der Antisemitismus-Theorie, der kritischen Theorie, nicht? Dass sie diese pathische Projektion, die sie ja psychologisch sehr scharf, sehr genau, sehr treffend darstellen können in den Elementen des Antisemitismus, in diesem Kapitel, dass sie die zu sehr auf die Zirkulationssphäre bezogen wissen wollen. Also zu ausschließlich auf die Zirkulationssphäre bezogen wissen wollen. Und da muss man, denke ich, auch über die Dialektik der Aufklärung hinausgehen. Diesen engen Zusammenhang zwischen Zirkulationssphäre und Antisemitismus erweitern, so wie das etwa Moshe Postone getan hat in seinem Aufsatz Antisemitismus und Nationalsozialismus. Der beginnt ja